Hallo, willkommen zu einem Angespiel von Scramble Battle of Britain. Das Ganze ist ein Spiel, was noch wohl rauskommen wird, noch Alpha hier vorne. Ich habe eine Demo bekommen. Es gibt auch eine Demo für jedermann. Das ist wohl noch eine Demo mit einer neuen Version, die noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich war. Und ja, wir machen einfach mal ein Spielchen. Ich habe eben schon ein paar Mal versucht. Das ist nur Dogfighten, das Ganze. Soll wohl auch Multiplayer später bieten, wenn ich es richtig sehe. Das hat zumindest PvP auf der Steam-Page. Und genau. Könnt ihr auch größere Luftschlachten machen, ne? Also nicht nur Flieger gegen Flieger. Im Moment scheint es nur die Me-109 und die Spitfire zu geben. Man sieht auch nicht die Flugzeugwerte oder irgendwas. Dafür ist das Flugmodell aber, glaube ich, ganz solide. Ist auf jeden Fall noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Genau, und jetzt kann man hier Dogfighten. Jetzt Space kriegt man so eine taktische Ansicht. Und wie das bei vielen Spielen dieser Art ist, kann man das eben dann rundenmäßig läuft das ab. Man gibt jetzt Flugmanöver. Ja, da ist der Gegner. Ich habe natürlich vom Fliegen keine Ahnung. Ich glaube aber, dass ein Höhenvorteil ganz gut ist, ne? Von daher würde ich jetzt einfach anfangen zu climben. Genau. Vielleicht so, dass wir, also hier unten habt ihr die verschiedenen Sachen. Also, dass zum Beispiel, wenn zu viel G-Kräfte kommen, da verliert der Bewusstsein. Und wenn das ganz raus ist, dann könnt ihr nicht mehr steuern, die Maschine. Ne? Geschwindigkeit, Höhe, diese Geschichten. So, versuchen wir ein bisschen an Höhe zu gewinnen. Es wird schon schwarz an den Seiten. Ist anscheinend schon ein bisschen zu viel G-Kräfte für ihn, die ich ihm dazu mute. Genau, wir machen weiter mit der Höhe da. KI ist, glaube ich, ganz solide. Eben zwei, drei Manöver gesehen, da habe ich gedacht, die sahen wirklich gut geplant aus. Aber wie gesagt, keine Ahnung vom Fliegen. So, also wenn ich das richtig sehe, ist er jetzt hier vorne, geht er in einen Dive. Genau, wir gehen diven dann auch ein bisschen. Der geht eine Salve ab. Noch nicht richtig gesehen. Ja. Wie dreht man sich denn schneller? Wahrscheinlich, wenn man langsamer ist, wollte ich sagen. Also wenn ich jetzt Gas gebe, dann wird das ein dickerer Außenkreis. Weiß nicht, ob das so viel Einfluss hat. Aber ich brauche nachher die Geschwindigkeit, um hier gleich hochzuschießen. Ne? Und da würde ich schon gern dabei bleiben. Und dann wird mir schwarz vor Augen. Knopf drücken und Augen zu. Das wäre mein Gameplan. Ja, ich glaube, das schaffe ich nicht mehr, den Bogen hier. Das kriegen wir nicht mehr hin. Müssen das ein bisschen ja, humaner gestalten. Also das wäre jetzt schon, wäre reingegangen, aber der Pilot ist halt zu schwach. Ich glaube, dass das nicht aushält. Wir können es ja mal testen. Weil dann kann ich jetzt einen Daka-Daka auf den Gegner machen, ne? Aber wahrscheinlich gibt es jetzt einen Blackout, wenn ich Pech habe. Genau. Danke für die Riesensalve. Ja, der Pilot ist ausgeschaltet, der kann nichts mehr machen, der hat gerade einen Blackout. Okay, wir haben wieder Kontrolle über unser Flugzeug. Aber es ist natürlich jetzt nicht gut für die Position. Ach ja, das ist natürlich ärgerlich. Wir müssen uns noch ein bisschen erholen. Also vielleicht fliegen wir einfach nochmal ganz neu an. Genau, also Höhe würde ich sagen, ist immer noch wichtig zu gewinnen, aber genau das ist ja der Teil, der schmerzhaft ist. Ich meine, das ist jetzt nur ein bisschen hier vorne. Das Problem ist halt, dass ich mich mit Flugzeugen auch nicht auskenne. Also, wer von den beiden hat zum Beispiel eine bessere Climb Rate? Wer hat eine bessere Wenderate und was nicht alles, ne? Oder Maximalgeschwindigkeit? Wo ist die Panzerung an den Dinger meinetwegen, falls sie das überhaupt hatten? Ich habe keine Ahnung davon. Und es gibt leider im Spiel keine Übersichten dazu. Die gehen davon aus, dass ihr halt der absolute Zweite Weltkriegs-Flugzeugcrack seid. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich hätte schon gerne solche Statistiken auch gelesen dazu. Und dann ist natürlich auch die Frage, wenn ich jetzt googeln würde, ob das halt eben so ist. Also ob das wirklich ins Spiel implementiert ist. So fliegen wir langsam hoch, wir holen uns weiter. Die dreht auch bei. Genau, ich drehe einfach weiter, oder?
Ist wieder ein bisschen schwarz da vorne. Bisschen Höhe. Also meine Theorie ist ja, und wir keine Ahnung von Fliegen, wenn man einen Höhenvorteil hat, dass man eben auch einen Geschwindigkeitsvorteil hat, weil man auf den Gegner stürzen kann, ne? Also damit einen Manövriervorteil auch hat. Da wird es jetzt leider wieder ein bisschen schwarz. Aber wenn ich das so mache, kann ich nächste Runde oder übernächste auf ihn draufgehen vielleicht. Der Dinge darf, weil ich ein Flugmanöver mache. Okay, wenn ich das mache, werde ich sehr langsam. Aber so könnte ich dann eine Salve auf ihn abgeben, wenn ich das jetzt so drehe. Und dann drehen wir nächste Runde wieder bei. Ist natürlich alles ein bisschen geraten. Man weiß ja nicht, wo der Gegner hinfliegt. Jetzt. Okay, warum hat er jetzt nicht geschossen? Der Gegner hat auch geschossen, Mann. Ich habe es nicht richtig angeklickt. Ah. Na gut. Ja, ich habe mir das natürlich komplett anders vorgestellt. Ich habe gedacht, ich wäre jetzt da oben irgendwo hier. Aber ja. Ja, also schwierig. Das ist, glaube ich, ein sehr crazy Manöver. Also du sagst mir, da gibt es keine Gehkräfte, die problematisch wären. Okay. Nehme ich das mal so hin. Sehr schön, Flugzeug existiert noch. Genau, dann schießen wir jetzt einfach zurück. Jetzt nicht der absolute Traum mit Sicherheit. Obwohl es wahrscheinlich besser wäre, Speed zu machen, ne? Hier vorne. Ah, denn das? Jesus! Hätte nicht mal treffen können! Okay. Ich meine, wenn der jetzt da runter geht, dann ist er danach auch nicht mehr für super Manöver zu haben, ne? Dann lass mal da einen Tick langsamer machen. Ich kann da nicht weiter nach rechts drehen. Das dauert einen Moment. Aber wenn ich klein bin, werde ich ja langsamer, ne? Dann habe ich die Möglichkeit. Also es ist jetzt ein bisschen gefährlich, wenn ich das jetzt mache. Der ist ja nächste Runde eventuell dann schon so, dass er gegen mich feuern kann. Ich muss noch eine Runde drehen. Das wäre, glaube ich, kein gutes Manöver, oder? Ich versuche es jetzt trotzdem mal. Dann wissen wir zumindest, dass ich recht hatte. Ja, er dreht aber nicht ganz bei, offensichtlich. Also ist wohl anders geflogen. Weil wir stallen jetzt, das ist nicht so gut. Dann stürzen wir nämlich ab. Genau. Da müssen wir jetzt langsam immer beidrehen. Das ist England da hinten. Sieht so aus, ne? Ja, also das ist geraten, was im Manöver der macht. Ne? Der kann auch was ganz anderes machen. Da muss man, glaube ich, nicht viel drauf geben. Zum Stallen ist natürlich fies. Ich überlege halt, ob mir das eine Salve geben könnte. Wenn er immer mehr an Speed. Der geht richtig hoch, alle Achtung. Okay, crazy, Mann. Ja, scheiß auf den Stall, oder? Hauptsache, wir schießen mal auf den Gegner zur Abwechslung. Einfach um Speed klappt das nicht mehr, ne? Ich kann jetzt nur hier kreisen und hoffen, dass es funktioniert. Also, ich will ja jetzt wirklich nach links abdrehen. Ein Stückchen. Jetzt mal zuwinken. Okay, jetzt aber. Nein, ich habe das Schießen noch nicht angeklickt. Das wäre natürlich nicht unwichtig gewesen, ihm jetzt hier auf den Latz zu ballern. Mann, ich schieße nicht automatisch, weil es auch Friendly Fire geben kann, stand in der Anleitung.
War natürlich jetzt Schmarrn, ne? Ja, ich versuche jetzt hart beizudrehen, klar, ich will ihn hier abknallen. Wird diese Runde nicht klappen. Ist ein bisschen schwarz. Ja, also das wird wahrscheinlich so wieder nix. Und er dreht auch nach links bei. Also wenn ich da jetzt hinfliege, dann kreise ich in die falsche Richtung. Das ist keine gute Idee. Also wir müssen schon wieder ein bisschen an Höhe gewinnen. Vielleicht drehe ich einfach nach rechts bei, oder? In ganz rechten Bogen. Nium, Absturz. Also ich gehe davon aus, dass der da hin will. Ja, ganz grob gesprochen. Sonst fliegen wir erstmal einen Geraden und versuchen danach wieder in Höhe zu gewinnen. Ich mache schon irgendwie wildes Manöver nach links, aber hey. Mehr links ist halt nicht. Ich glaube, um sinnvoll Manöver zu machen, müsste man auch natürlich mehr wissen über Luftkampf, aber auch, was die Maschinen halt für Stärken und Schwächen haben, was die Manövrierfähigkeiten angeht, ne? Oder ob das ins Spiel auch implementiert ist. Okay, so können wir dann gleich in den Sturzflug hier gehen. Riskante Manöver. Ich glaube nicht, dass das trifft, aber mal sehen. Und Daka, Daka, Daka. Oh. Kriege ich da die Krise, ey. Treffer. Treffer. So ist die Frage, wie schwer der halt war, der Treffer. Ne? Also weiß heißt, dass das beschädigt ist, aber was für einen Einfluss hat das jetzt auf seine Maschine? Also jetzt vielleicht keine riskanten Manöver mehr machen, weil ich ihn vielleicht jetzt habe. Also klar, wir versuchen jetzt wieder uns ordentlich hinzusetzen. Genau, erstmal wieder gerade machen. Ich weiß auch nicht, wie weit die jetzt Treibstoff oder so verlieren können in dem Spiel. Oder man die Munition getroffen hat, also wie das Schadensmodell hat funktioniert, ne? Keine Ahnung. Na, wir drehen jetzt einfach hier kontinuierlich bei. Versuchen wieder ein bisschen an Höhe zu gewinnen. Der stürzt nicht ab, oder? Der fliegt nur komisch. Also, wenn ich zu sehr reindrehe, drehe ich mich auch nicht mehr zur Seite, oder? Also, gibt es jetzt auch wahrscheinlich so ein Ding, ab einem gewissen Winkel dreht man sich weniger zur Seite, vermute ich. Also, das ist das Äußerste, was ich nach rechts hinbekomme mit Stall. Oh oh, der will rammen. Der will mich rammen. Okay, also wie kann ich jetzt einfach super schnell Speed geben, damit das mit dem Rammmanöver nicht klappt? Laut der Anzeige gar nicht mehr, so wie ich fliege. Also eben so wenig wie möglich drehen wahrscheinlich, ne? So. Genau, einfach das Flugmanöver quasi mehr oder weniger beibehalten. Jeder Millimeter zählt. Okay. Ja, wie kriege ich mein Flugzeug jetzt wieder in eine gute Position? Also ich würde immer noch sagen, hochfliegen und erstmal auf gerade fliegen, so ein bisschen. Hat er den Höhenvorteil? Fliegt nach da, dann fliegen wir nach da. Ah, interessante Frage wäre halt jetzt wieder das gleiche wie eben, so ein bisschen. Kann ich schneller drehen, kann ich schneller steigen, wie auch immer.
Also wenn ich zum Beispiel schneller drehe als der, dann wäre es ja vielleicht sinnvoll, auch ohne Höhenvorteil zu drehen und einfach nur nach oben gleich das im G zu halten, gerade wo der auch schon beschädigt ist, ne? Wenn ich schneller steige, kann ich mir aber erst eine bessere Position bringen für einen neuen Anflug, einen sinnvollen. Und das ist leider eine Info, die ich nicht habe für das Spiel. Die müssen echt die Simulation einbauen. Wie gesagt, selbst wenn man das Crack weiß, weiß man nicht, ob es im Spiel ist. Und vor dem Patch war offensichtlich irgendwas mit der Climb Rate falsch gewesen, wenn man dem Forum glauben darf. Seine Dinge sind auf jeden Fall inzwischen rot. Also der scheint immer mehr Schäden zu nehmen, eben was er weiß, ne? Motor scheint auch im Arsch zu sein. Also ich gehe davon aus, dass ich einen Manövriervorteil habe. Von daher gewinne ich jetzt einfach an Höhe. Der scheint ja schrottreif zu sein. Kann ich jetzt einen Salto machen? Also jetzt einfach voll über den Kopf. Das ist das Gegenteil, was ich wollte, aber. Also der fliegt mir jetzt gerade hinterher. Kann ich jetzt einfach hier einmal über den Kopf fliegen? Wenn er stallt, macht er das ja nicht, ne? Weiß nicht, ob das geht. Einfach mal drehen. Leicht nach oben. Ich habe keine Ahnung, wie so ein Flugzeug dreht, offensichtlich. Vielleicht vermisse ich einen Knopf. Also ich würde sagen, wenn ich mich leicht auf die Seite drehe jetzt, dann müsste ich mich ja drehen. Aber relativ zum Gegner ist das wahrscheinlich nicht so gut. Also hier offensichtlich würde ich mich wieder gerade drehen. Da will man wieder stallen. Ich glaube schon, dass das ein Drehmanöver ist. Ich verliere dabei nur ein bisschen an Höhe jedes Mal, oder? Und Geschwindigkeit natürlich. Ja, der will mir jetzt gleich an die Wäsche. Genau, also hier sieht man es ja, ne? Wenn ich mich hart drehen will, geht das schon. Also laut der Anzeige würde das gehen und dann müsste ich danach in einen Dive gehen. Nächste Runde. Wobei jetzt müsste ich in eine. Im Kopf ist ja der Dive andersrum, ne? Einmal drehen wie ein Weltmeister. Dann wäre ich auf dem Rücken. Ich weiß nicht, wie ich die von meinem Hintern wegkriege, den Freund. Jetzt, nein, ein Stück. Ja, klein. Also klein bisschen nach oben. Nächste Runde habe ich ihn hoffentlich. Naja, aber war schon klar, dass ich zu wenig Speed habe, um da jetzt gerade nach oben zu fliegen, sozusagen. Das Letzte, was ich machen kann, ist jetzt einfach nochmal einen Kreis zu fliegen. Ja, wir müssen jetzt mal Speed aufholen. Wo ist denn vorne an dem Ding? Man sieht es in der Anzeige halt nie so gut, finde ich persönlich. Aber je weniger ich mich drehe, desto mehr Speed mache ich ja, oder? Also wir sind hier 213 Stundenkilometer. Die Frage, ob das mehr wäre. Also für mich sieht das so aus, ob ich langsamer werde mit diesen Streifen hier vorne. Aber wenn ich nur gerade fliege, sollte ich dann nicht schneller werden? Und diese Anzeige suggeriert das doch auch hier, ne? Ich mach das mal gerade. Gucken wir, ob wir dann schneller sind, um das mal zu lernen. 213, haben wir gesagt. Genau, 226. Wahrscheinlich auch dieser grüne Pfeil da. Es dauert halt nur sehr lange, Speed aufzuholen, vermute ich mal. So, wenn ich jetzt hier kontinuierlich beidrehe, dann kriege ich aber immer noch Speed angeblich, ne? Also viel verliere ich da nicht. Gut, dann drehen wir mal auf die Seite. Müssen aber trotzdem ein bisschen climben und dann will man Speed verlieren, aber ich kann ja nicht kontinuierlich nach unten fliegen, es geht ja nicht. Ne?
Genau, also nicht kontinuierlich nach unten. So. Kannst nicht mal abstürzen einfach. Gehen wir jetzt für den nächsten Dogfight. Also wenn ich so fliege, dann fliege ich nicht seitlich, oder was? Ja, keine Ahnung, wie ich in die Seitenlage komme, dass ich halt drehe. Ja, ich habe gewonnen. Easy Sieg, würde ich sagen. Gegner ist abgestürzt. Also Sieg ist ja Sieg, oder? So, das wäre jetzt der ganze Fight. Das muss ich ja nochmal anschauen. Lass mal von seiner Sicht das machen. Okay, jetzt alles am Arsch. Jetzt kann ich nichts mehr sehen. Also er ist jetzt abgestürzt, würde ich vermuten, am Schluss, ne? Ich weiß nicht, wie ich sein Flugzeug anklicken kann. Ich kann die Kamera auch nicht mehr drehen. Okay, schade. Das Replay-Tool scheint ein bisschen buggy zu sein. Ja, schade. Ich hätte es gern gesehen. Also jetzt offensichtlich abgestürzt der Gegner, ne? Am Schluss, so würde ich das sagen. Genau. Also der Deutsche 40 Punkte verloren, weil er einen toten Piloten hat, seinen Aircraft verloren hat und so weiter, ne? Also wir haben auf jeden Fall gewonnen. War wohl kein glorreicher Sieg, ja, aber promising. Wir haben halt eine gute Salve gesetzt und danach sind wir einfach nur komisch geflogen, dass das abgestürzt ist. Es wäre natürlich super interessant, Details zu wissen, ne? Also ich weiß, dass ich ihn getroffen hatte, dass das weiß beschädigt war. Und dann ist es über Zeit der Motor auch weiß beschädigt worden und was immer dann seinen Flügeln waren, rot geworden. Ist das passiert, weil er zu aggressive Manöver dann mit der beschädigten Maschine geflogen ist, ne? Das wäre natürlich witzig, wenn das so gewesen wäre. Das wäre gut zu wissen. Genau, da unten war er, glaube ich, gerade abgestürzt. Ah, jetzt kann man sich nochmal angucken. Jetzt darf ich nur nicht draufklicken auf den Gegner. Okay, dann machen wir es jetzt nochmal. Also, wir sind jetzt hier von dem Feindflugzeug. Drehen, wir drehen. Ja, gedacht, ich wäre jetzt weiter unten. Da komme ich jetzt reingedreht. Und. Ah, aber es war ein eleganter Flug, oder? Jetzt drehen wir wieder beide bei. Das war aber ein schönes. Das wollte ich eben machen, das Manöver, was er gerade gemacht hat. Das war, glaube ich, wo ich Gas gegeben habe, oder? Wo der mich rammen wollte, gefühlt. Und hatte ich ihn ja schon getroffen zu dem Zeitpunkt. Also, ich habe den Eindruck, dass die KI, und da habe ich ihn getroffen, ganz gut manövriert. Das war, glaube ich, der Killerschuss. Und dann hat es halt gedauert, bis er jetzt, ne, danach sich selbst getötet hat. Aber ansonsten, also vom Eindruck her hat die KI sehr viel besser geflogen als ich. Sehr viel besser. Und jetzt liegt er halt mit der beschädigten Maschine hardcore. Ja, der Motor geht aus, ne? Hört ihr das? Tup, tup, tup. Der Pilot scheint auch schon nervös. Genau, und jetzt gibt es einen Nosedive. Und tot. Also ich vermute, dass der Motor halt kaputt dann war irgendwann. Ausgeblutet, die gegnerische Maschine. So war es dann. Okay. Ich werte das jetzt als epischen Sieg. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich mache nochmal eine Runde. Mit zwei Maschinen ist mir, glaube ich, zu komplex. Können wir schon mit einer nicht klar. Machen wir nochmal eine Runde. Aber das ist wahrscheinlich wirklich nur was für Hacks, die genau wissen, wie das mit diesen Aerodynamics alles funktioniert. Sonst kriegt man da nicht viel raus. Ne? Also da bräuchte ich schon mal eine ganz, ganz genaue Einleitung, wie das Ganze funktioniert und dann, was die Vorteile und Nachteile der Maschinen sind. Und dann ist die Frage, ob die Einarbeitung sich als Laie lohnt. Weil das ja im Grunde genommen nur Dogfights sind. Da ist ja nicht wirklich viel Spiel drumherum, ne? Was ich bisher gesehen habe. So, aber diesmal fliegen wir einfach mal gerade auf den Kameraden zu. Denkst du?
Aber ist jetzt schwarz gleich. Weiß nie genau, wohin fliegt. Einfach den Knopf schon mal drücken und nicht hingucken. Wäre fast vorbei gewesen. Okay. Dann schaffe ich lieber rechtzeitig hier, oder? Naja, das ist einfach vorbeigedüst. Er war nicht gut, den Motor auszumachen. Macht nicht, was ich mache. Okay. Jetzt hier ein super Manöver machen. Immer noch so halb schwarz vor Augen. Aber wenn ich das richtig sehe, bin ich halt dann sehr schnell wieder hinter ihm jetzt gleich. Ja, noch ein Stück, noch ein Stück. Ich habe halt das Gefühl, dem Zustand, wo ich bin, mit dem Bogen, den ich fliege, dass ich ausknipse dann, wenn ich das jetzt mache, das Manöver. Auch wenn die Flugposition wahrscheinlich geil danach wäre. Kann ich am Schluss dann mal feuern. Dann halt doch mal die Luft einfach an. Genau, jetzt kann ich nicht mehr steuern. Oh. Wo ist denn der Feind? Also es wäre gut gewesen, wenn das nicht so ein Waschlappen wäre, der Pilot, ja? Dann wäre das ein gutes Manöver gewesen. So, Hat sich aber wieder vollständig erholt, bei 100%. Das heißt, ich kann jetzt nochmal ein hartes Manöver hier fliegen. Nee, nicht abstürzen, wenn es geht. Wo ist denn oben an dem Ding? Schon wieder zu viel, sagt er. Kinder, ist das eine Sissy? Jetzt bin ich tot. Also halt nur, weil das ein Weichei ist. Also wieder das perfekte Manöver. Ich glaube, der könnte es schaffen, bevor er ausknipst. Also es wird ein knappes Manöver, aber ja, man weiß ja nicht, wie schwach der wieder ist in der Birne. Treffer. Es war knapp, es war knapp, hätte ich es fast gesagt. Okay, lass mal hier vielleicht mit ohne sterben jetzt. Genau. Und dann gerade reindrehen. Vielleicht reicht das ja auch schon, dass der Gegner wieder verreckt. Also es ist wieder gute Schäden hier überall. Das eine blinkt sogar. Also vielleicht müsste man jetzt nur wieder abwarten, dass er stirbt, das ganze Spielchen. Ja, egal, da musst du durch. Das Ding ist halt, wenn ich das jetzt so mache und dann nochmal gleich nach oben fliege, dann wird er wieder schwarz, ne? Ich versuch's mal. Genau. Ja, das ist wieder zu hart für den. Mann! Egal, da musst du jetzt durch. Aber ich glaube, das ist zu viel. Ist ja schon am Abstürzen. Stürze ich jetzt ab? Hallo. Hier nur im Schlafen, diese Piloten. Krass, Mann. Nee, was wir brauchen. Also ich muss einfach mal nach oben fliegen jetzt, ne? Da jetzt hinzufliegen, wenn der da ist, weiß ich nicht. Aber jetzt nach rechts fliegen ist auch scheiße.
Genau, siehst du auch, ob er gerade abstürzt, der Gegner. Das kann man halt nur hoffen. Genau, ich fliege jetzt einfach gerade hier nach oben, mehr oder weniger. Aber selbst wenn ich jetzt hier das Bewusstsein verliere, dann fliege ich doch weiter nach oben, oder? So, warum ist er jetzt so in ein Hardcore-Manöver geflogen? Und also ist ja wirklich sehr anstrengend für ihn. Warum ist er nicht einfach meine Richtung weiter geflogen? Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ich nicht nach rechts drehen, die Flügel? Bin ich hier noch im Rücken? Ja, das will ich ja nicht. Also, wenn ich nach rechts drehe, müsste ich mich doch genau gerade drehen. Also, vielleicht habe ich irgendwas übersehen, aber das Manöver von ihm habe ich nicht verstanden. Aber wenn man bedenkt, dass er gerade ins Wasser gekracht ist, ist es, glaube ich, selbsterklärend. Seine Maschine hat es nicht hergegeben. Also, der Schaden von diesem einen Treffer hat ihn auch wieder kaputt gemacht, wahrscheinlich. Auf 4 Sterne. Ich habe es gemeistert, das Spiel. Alles klar, ich bin jetzt ein Ace. Also, diese eine Salve, die getroffen hat, hat ihn kaputt gemacht. Wenn ihr mich jetzt fragen würde bei diesen Dogfights, ich habe das Gefühl, die Salve hat's ausgegeben, war der ausschlaggebende Faktor. Also jetzt bei dem Fall hätte ich das Gefühl, dass ich einfach hart am Limit gesteuert habe und das hat mir Manövriervorteil gegeben, was eben zu dieser treffenden Salve geführt hat. Der andere Punkt, der mir mein Gefühl ist, ist nach 2 Dogfights mit der Spitfire, ist, dass sie einfach viel, viel besser dreht auf der Stelle. Das kann aber auch an den Flugmanövern des Gegners liegen, das weiß ich nicht. Und vielleicht, dass die gegnerische Flugzeug das ein bisschen schneller war als meins. Was so Climb Rates und sowas angeht, also wie schnell die steigen, da könnte ich gar nichts zu sagen. Aber die Spitfire scheint auf jeden Fall beweglich zu sein. Aber das hängt vielleicht auch vom Piloten, wie gesagt, ab. Das war die Salve. Ja, schon nett. Also hat auf jeden Fall was. Wie gesagt, Multiplayer ist auch vorgesehen. Kann man in der Demo noch nicht spielen. Lass uns mal überraschen. Ich bin weg. Ciao, ciao.